Seien Sie schon wach? Ja, ich bin wach. Sonst könnte ich Ihnen doch gar nicht begegnen. Bis Gott. Also. Herr Walter, wenn Sie das hier manchen, wählen Sie dazu. Das fände ich doch viel schöner. Umdrehen musste ich schon. Ja. Ja, klasse. Genau. So. Viel Spaß. Achtung. So, zack. Ah. Ja, und? Und wo schalten wir die ein? Die laufen schon. Da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Die sind jetzt schon eingeschaltet? Die sind jetzt schon eingeschaltet und das sind vier Kameras. Hinten ist auch noch eine. Und dann kann die wilde Fahrt im Grunde auch beginnen. Es ist wenigstens warm. Ja, ja, ich habe ein bisschen vorgeheizt. Das muss ja schon sein. Und wie lange kennen Sie dieses Auto schon? Ich habe das gestern kennengelernt, ja. Und können schon damit? Ja, ja. Das ist ja eine Automatik. Wir brechen auf. Wie oft sind Sie hier schon aufgebrochen? Tausende Mal. Das zähle ich lieber nicht. Ich sage lieber, wie lange noch oder wie oft noch. Und was haben wir für Kennzeichen? Haben Sie es nicht gesehen? MW27. Wir fanden es schöner als MW90. Es kommt aufs Gleiche raus. Ja. Können Sie sich noch an Ihre erste Autofahrt erinnern? Ja, natürlich. Das war so ein Schock, den werde ich nie vergessen. Da war ich 14 und weil Krieg war und wir einen Kohlenhandel hatten, durfte ich den Führerschein machen. Ja. Und dann durfte ich abholen in Lindau-Reutin das Auto. Und das war ein Dreirädler. Und ich musste zum ersten Mal diesen Dreirädler von Lindau nach Wasserburg fahren. Im Nebel und Dunkel und Winter. Und wie ich um eine große Kurve auf dieser Straße bog, kam von oben Lichter auf mich zu. Ja. Und es war der Zug. Also das war, schlimmer wurde dann nichts mehr als dieser Anfangsschock. Dann habe ich aber mit dem Dreirädler wirklich das Autofahren gut gelernt. Weil da könnte man ja bei jeder Kurve umkippen. Umkippen, ja. Sie haben ja schon unglaublich jung, wahnsinnig schuften müssen. Das hat man nicht so empfunden. Das war halt insgesamt die Stimmung, dass jeder was tun musste. Und dann musste ich eben, wenn ein Kohlenwaggon kam, die haben immer 400 Zentner gehabt, voller Briketts, da musste man die an einem Tag ausladen, weil die Waggons wieder gebraucht wurden. Ach so, Krieg, ja. Wegen Krieg. Und da mussten wir an einem Tag 400 Zentner ausladen und von da ab dann in einzelnen Säcken den Witwen auf dem Balkon. Der Hauptwiderstand kam von der Schule in Lindau. Der Rektor hat zu mir gesagt, nachdem er gemerkt hat, dass ich immer wieder einen Tag nicht in die Schule kommen konnte, dann hat er gesagt, Sie müssen Ihrer Mutter sagen, ob sie einen Kohlenhändler will oder einen Oberschüler, Oberschule nannte man das damals. Dann habe ich gesagt, jawohl, Herr Direktor, aber das habe ich meiner Mutter nie gesagt, weil das ist mal lächerlich. Dann war aber das Abitur und da hatte ich für diese öffentliche Abiturfeier hatte ich ein Gedicht geschrieben von 120 Strophen. Das war also 45, 46 und da hatte ich sofort Heine gelesen und war ganz vom Heinrich Heine-Ton besetzt. Dann habe ich also 120 Vierzeiler geschrieben, wie eine Lehrerkonferenz über Abiturnoten berät und dabei einschläft
und dann werden sie im Traum von bösen Monstern geplagt, weil sie so böse Noten gegeben haben. Und das habe ich öffentlich vorgelesen. Dann ist der Rektor in der ersten Reihe aufgestanden und hat den Saal verlassen und hat die Lehrerkonferenz noch einmal einberufen und gesagt, man müsse mir das Abitur wieder aberkennen, weil ich da bewiesen hätte, dass ich ja noch nicht reif sei. Hier wollten wir auch einmal, als ich auf der Suche war nach einem Haus am See, da wollten wir hier eines von denen da kaufen, anschauen wenigstens. Ja. Aber dann habe ich gleich gemerkt, an dieser Straße möchte ich nicht wohnen. Das ist, glaube ich, schwer aushaltbar. Aber hat Ihr Schuldirektor nicht im Grunde recht gehabt? Sind Sie denn reif geworden in Ihren Augen? Ja, Entschuldigung, aber so hat er es nicht gemeint. Sie haben völlig recht. Ich stimme Ihnen zu, aber man wird auch unerwachsen, wie sich zeigt, sehr alt. Ihr Vater, der so glücklos wirtschaftlich agierte, interessierte sich für Theosophie. Für Theosophie und Literatur. Und er hat, das weiß ich, diesen Satz gab es bei uns, der Vater hat gesagt, Hitler bedeutet Krieg. Mhm. Und der Vater war selber noch übel mitgenommen, gerade noch im Ersten Weltkrieg. Der kam ja eher krank als gesund zurück. Er konnte stenografieren und so weiter und Französisch. Aber er war unfähig, ein Geschäft zu führen. Und meine Mutter hatte sowieso zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen. Und sie hat es dann auch später so erzählt, dass sie ihn ins Büro eingeschlossen habe, dass er nichts machen konnte, nichts mehr unterschreiben konnte. Er hat dann hauptsächlich einfach Klavier gespielt, im Nebenzimmer hatten wir ein gutes Klavier und er war im Gesangverein, er hatte eine gute Stimme, er war beliebt, muss beliebt gewesen sein, auch als Sänger. Also als ich 10 war, da starb er im Januar und ich habe noch mitgekriegt, die Beschimpfungen, die sich meine Mutter anhören musste, da wurde mein Vater mit einem Dialektwort beschimpft. Das gibt es in keiner hochdeutschen Sprache und Sie werden es nicht verstehen. Und ich sage es ungern, weil es ist eines der ekelhaftesten, gemeinsten Schimpfwörter, die man für einen Menschen anwenden kann. Also der Mann, der da gegen meinen Vater bei meiner Mutter gehetzt hat, weil der ja nie funktionierte und so, der nannte ihn einen Bortsche. Bortsche? Bortsche. Ein Bortsche ist ein durch Gebrauch kaputt getragener Hausschuh. Das ist also das formloseste, elendeste, was es gibt. Und der hat meinen Vater, meiner Mutter gegenüber einen Bortsche genannt. Das habe ich nie vergessen. Dreist. Für sie war wichtig, dass ich kein sitzen gebliebener Student war. Ihr zuliebe musste ich eine Doktorarbeit machen. Deshalb sind Sie promovierter Germanist. Als ich dann schrieb, von meinen ersten Geschichten gar nicht zu reden, aber auch Ehen in Philippsburg, das hat sie angefangen und so hat sie es gesagt, nach circa 100 Seiten konnte sie nicht weiterlesen. Und dann kam das Wunder, ein Pfarrer aus Regensburg kam nach Wasserburg mit dem Fahrrad und war ein begeisterter Leser von Ehen in Philippsburg und hat das meiner Mutter erzählt, was für ein tolles Buch ihr Sohn geschrieben hat. Und von da ab war es dann gut. Ja, und wenn man das als Kind erlebt hat und wirklich Kohle schippend und Zentnerlasten tragend,
diesen Konkurs vermeiden kann, dann ergreift man ausgerechnet einen so prekären Beruf wie den des freien Schriftstellers? Lieber Dennis Scheck, den ergreift man nicht, sondern der ergreift einen. Man wird ergriffen. Ja, ist doch klar. Jetzt sind wir in Wasserburg. Oh ja. Ja, jetzt wird das Gelände gefährlich. Hier ist zu. Ich glaube, uns wird aufgeschlossen. Grüß Gott, Dennis Scheck, Frau Sauter. Sauter, ja. Richtig. Herr Walser. Grüß Sie, Herr Walser, hallo. Und Herr Walser ist hier aufgewachsen. Das wusste ich schon, als ich die Ballettschule gemietet habe. Ja? Ja, das wusste ich schon. Bitte schön, gehen Sie rein. So. Dann war das hier die Terrasse, nicht? Ja. Da war eine Treppe. Treppe? Zum Runtergehen? Ja. Die gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Treppe gibt es nicht mehr. Hat mit der Terrasse nichts mehr zu tun. Klar. Ah, vielleicht das Dach? Das Dach, ja. Ja, das ist schon noch, das stimmt. Und dann der Hauseingang ist weg. Tja, das ist das unbarmherzige Wüten der Zeit. Aber dass aus der Terrasse eine Ballettschule wird, das ist schon... Hier sehen Sie den Ortsgruppenleiter mit der Nachricht kommen, dass Ihr Bruder gefallen ist. Von unten. Von unten kommt er. Ja, vom Dorf. Ja, und das ist eine der eindrücklichsten Szenen im springenden Brunnen, weil Sie natürlich hoffen, er möge abbiegen, er möge zum Schuhmacher gehen oder zu jemand anderem, aber er kommt zu Ihnen. Der kommt darauf, ja. Und dann springen Sie hierher und versuchen, ihn einzuholen, damit Sie bei Ihrer Mutter sind, wenn sie die Nachricht erhält. Ja, dann geht er da hinauf. 1944. Wann genau? 1944, ja, im Oktober. Halt, es war noch später. Denn 44 im Oktober ist am 19. ist er gefallen. Ja. Und da kam der Ortsgruppenleiter vielleicht 10 Tage später. So. Der Hauptkamerad hat erzählt, dass er gar nicht gleich tot war, sondern er war ja ein Panzer. Richtkanonier. Nein, er war Panzerkommandant. Ja. War ja Offizierslaufbahn. Ja gut, und der hat erzählt, er sei dann sozusagen im Lazarett gestorben. Und da war das Büro. Ja. Und da die Wirtschaft. Und das war die Wirtschaft? Ja, aber, auch ein Verletzter, Leute. Aber dann, hier war Theke und dann da hinüber ging es ins Nebenzimmer. Ja, komm, gehen wir das. Ist auch der Boden stimmt nicht mehr. Was für ein Boden war das? Das war ein Steinboden. Weißt du, hat man, glaube ich, gesagt, Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz, ja. Ja. So, und jetzt wären wir in der Halle, verstehst du, da. Wäre alles Halle, weg. Und, oh, um Gottes Willen. Das ist es nicht. Da können wir gehen. Ja, okay. Da stimmt nichts mehr. Ja, und auch die Treppe nach oben. Geh mal da hinein. Ah, jetzt ist doch ein Original. Das stimmt noch. Die Maße stimmen noch. Das macht ja, der ja. Das ist doch die alte Treppe. Ja, schau, das ist Gott sei Dank. Das ist das erste. Damals war es Holz. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, das ist immer noch Holz, da ist bloß ein Plastikbezug. Also, schau mal, das ist das Einzige, was noch da ist. Das Geländer, ja, so viel gleich. Und das stimmt auch, blau war das getäfelt. Oh Gott. Oh, der Anbau ist, war Hof mit 8 Obstbäumen. Ja. Und da war hier, ach Gott, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Haben wir hier einen
Schuppen hier gehabt für Steinkohle. Ja. Und dann ein Hauptstadel für Briketts und so. Naja. Und die lagen säckeweise zum Mitnehmen dann da, für Laufkundschaft sozusagen? Ja, aber die meisten? Mit den meisten muss man. Muss, mit so Kokossäcken, hat man gesagt. Ja. Meine Mutter hat, wenn sie uns strafen musste, musste manchmal oder mit dem Kochlöffel, ja. Das hat sie nie hier oben gemacht, sondern immer da drunten. Im Keller? Hier bekam Martin drunten. Walzer Schläge? Drunten. Im dunklen Keller. Das hat sie nie da oben gemacht. Dieser 8. Mai, war das für Sie eine Befreiung? Den haben oder wir ja fühlten gar nicht. Sie sich besiegt? Den haben Sie gar nicht wirklich als. Sie haben davon erst später erfahren. Ja, genau. Da kamen die Franzosen von Innsbruck her und die Amerikaner von Rosenheim her. Und dann gab es eine Aufforderung von unserem Major, dass da Amerikaner wollten mit uns verhandeln. Wer kann Englisch? Ich, obwohl ich wusste, ich kann kein Englisch, aber. Damals habe ich mich einfach immer gemeldet. Dann wurde ich dahin geschickt, da waren die Amerikaner und da kam ich. Und dann haben sie was Englisches gesagt, was ich natürlich nicht verstanden habe. Dann habe ich aber kapiert, lay weapons down here and stand up here. Also bin ich zurückgekommen und gesagt, wir sollen die Waffen da auf diese Straßenseite und wir sollen uns auf der anderen Straßenseite aufstellen. Sie haben persönlich die Kapitulation im Zweiten Weltkrieg verhandelt? Ja, verhandelt, ja. Und bin zurück zum Major und der hat gesagt, der ist doch wahnsinnig, ein deutscher Soldat, liefert so eine Waffe da. Und der Major war ein, der hatte das Deutsche Kreuz in Gold. Das war so ein Verwaltungskriegsorden. Da wusste man schon, der ist nicht ganz. Der hat ja auch gesponnen, nicht wahr? Als Sie aus dem Zweiten Weltkrieg kamen? Als ich kam da von da hinten, von dem Gleis entlang davor. Ich bin hinein, bilde mir heute ein, also da die große Flügeltür und dann der Hausgang und die Küchentür offen und da stünde Käthe Jehle. Ihre spätere Frau. Basta, dann bin ich halt da geblieben und bin dann auch in die Maiandacht und habe Karl Erb singen hören. Das war toll. Ne? Gerade selber gerührt. Ja. In der Erinnerung an Ihre Frau. Ja, das war so ein Bild. Weil halt alles so auf Spitz und Knopf war, oder? Und man war dann froh, wenn man wirklich gesund irgendwo hingekommen. Ein schönes Auto, gell? Eigentlich ja, also. Ich hatte einen 300. Ja? Wann hatten Sie den? Von 1994 bis 2008 oder so. Schau mal, das hat jetzt mein Bruder alles da hinbauen lassen. Irre. Das war der Hof, verstehst du? Ach so, ja, das lohnt sich natürlich. Die Apfelbäume haben natürlich kein Geld gebracht. So. Das ist aber noch ein schöner Hof. Da. Ja, das ist Petro Schmid. Das ist noch geblieben. Gell? Hier Hagens, ein ganz liebenswürdiger Bauer,
der auch eingesperrt wurde wegen nichts und wieder nichts. Hier war ein ganz feines Haus, Greising, ein feiner, also nicht auf dem Dorfniveau, sondern sozusagen großbürgerlich. Ist weg, das gab es, Springer, ja. Jetzt kommt ein altes Bauernhaus, Mesmer. Ja. Wunderbarer Mann. Das war der Bauernmetzger für Bauernschlachten. Mit diesen Mauern, ja. Die sind jetzt noch ein Stück offenbar original. Da droben wurde ich fotografiert, was auch vorne drauf ist am springenden Brunnen. Das haben wir doch hier. Hier. Ja, das ist genau da. Das ist da droben. Und da sprechen wie ein Königssohn, sagt da die Köchin, als er sie sieht. Das ist eine Wanderfotografie. Und sie sehen auch so aus. Stolz. Ja, ja. Gut, also da hat mich der Wanderfotograf hier ja. In der Straße hat er gesagt, komm mal mit mir. Ich will. Ich bin brav mit. Ich wusste nicht, was der will. Ne? Und der hat mich dann da hingeführt. Das gefiel ihm als Motiv und hat mich dann fotografiert. Und ich musste dann heimkommen und meine Mutter sagen, ein Wanderfotograf hat mich fotografiert. Bemerkenswert, Sie sind barfuß. Natürlich, man ist immer barfuß gegangen. Sommer so über? Na, im Sommer, immer. Kein Mensch, also kein Hiesiger, hat Schuhe angehabt. Wenn man in die Schule gegangen ist. Hier war das schönste Haus der Welt, das Schwanenhaus. Das dann in die Luft gesprengt wurde, um diesen Dreck da hinzubauen. Ich glaube, die Wasserburg, die Gemeinderäte, das habe ich durch meinen Bruder dann erfahren, die mussten zustimmen. Und die haben zugestimmt, weil sie gewusst haben, wenn da ein Neubau ist, dann verdienen sie wieder was dran. So, und wir wollen jetzt zum Mahlhaus. Ja, und das ist hier. Und hier ist der See. Ja. Also jetzt beginnt die Halbinsel. Und das ist auch schon ewig. Der Erde und der Luft am Mond und deines Auges Wulfgarjagd. Und das ist das Tolle hier, dass hier unten auf der Halbinsel viel erhalten wurde. Also haben wir Schloss, Schule, Kirche, Pfarrhaus, Lehrerhaus. Das ist ein historisches Ensemble. So, und hier können wir geradeaus parken. Hier können wir stehen bleiben. Still im Schicksal beugen, da uns dein heiliger Trost anbietet. Der Jungfrau wolle halt dich feigen. Dem Kind. Tante Sophie, das ist meine Mutter, das ist ein Schorrer aus Hege. Das ist der Dreirädler, von dem Sie sprachen, ja? Und was ist denn das für ein Hund? Die beiden Buben sind doch gut angezogen. Das finde ich erstaunlich, dass wir... Pleile war nicht das Billigste, oder? Nein. Teuer und unbequem, das war's. Haben Sie das auf der bloßen Haut getragen? Teilweise ja. Und das war schwierig. Schau mal, und ich aber habe. Das ist natürlich die Pudelmützen sind natürlich so, der. Und ich habe einen vom Kastanienbaum, was ich in der linken habe. Von dem Kastanienbaum, den Ihr ein Großvater. Stiel, ein Blattstiel. Den wir jetzt gerade gesehen ja, haben. Ja, 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 ja. Nicht schlecht. Dieser Martin Walser, der da übrigens mit einer totschicken Brille ernst, sehr ernst in die Welt guckt, wenn Sie den heute sehen. Ja, da sehe ich natürlich vor allem die Brille. Ah, die ist nicht schlecht. Ja, na, die sind auch nicht. Ich finde, mir gefällt vor allem meine Mutter. Die gefällt mir auch, aber was treibt diesen... Da ist sie, sagen wir mal, 43, 44. Ja. Eine schöne Frau. Und sie war 38, als sie Witwe wurde und ist 67 als Witwe gestorben. Da ist wieder dieser ernstblickende junge Mann in der Mitte.
Ich habe den schönsten Anzug. Absolut. Entschuldigung, dieser Anzug ist ein zweireihiger Anzug. Johannes Hesters hatte solche Anzüge an. Dann so ihn wollte ich auch haben. Ja, man müsste Klavier spielen können. Ja. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Sie konnten Klavier spielen? Nein, nicht gut. Nicht gut. Aber Sie hatten Glück bei den Frauen? Ja. Nein, jetzt hör auf, komm. Ich hatte diesen Anzug, das genügt. Doch mal die Tür auf von dem Weichen. So, ruhig auf, ja. So, was man sieht, hinter dem Gitter war der Geistliche, der sagen musste: De Absolvo. Ego te Absolvo. Und der einem dann mitgegeben hat, je nachdem, was man ihm gebeichtet hat. Also 5 Vater unser und Christus seist du Maria, muss man dann beten danach, oder? Das hat man ja auch gemacht. Aber was für mich das Entscheidende war, wir hatten einen Beichtspiegel. Erstes Gebot, Gebet, zweites Gebot, das heilige drittes Namen. Gebot. Sag's. Heilige Namen. Habe heilige Namen leichtsinnig ausgesprochen, habe heilige Namen zornig ausgesprochen. Viertens waren die Eltern. Liebe Eltern. Fünftens habe ich getötet, kam nicht vor. Sechstens, ich habe Unkeusches getan, allein und mit anderen. Dann hat er gefragt, wie oft? Da war man schon überfragt, oder? Das hatte man nicht gezählt. Und dass ich aber, also zuerst bist du ja dran mit dem Beichten. Und da habe ich immer nur den Beichtspiegel wortwörtlich aufgesagt. Ich habe mir nie die Sünden verbalisiert. Verstehe? Ich habe nur, wie zum Beispiel, ich habe heilige Namen ausgehört, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber wahrscheinlich fand er das nicht so toll, aber ich habe jedes Mal die Absolution bekommen. Dass das von dir verlangt wurde, du sollst bereuen, und du sollst den Vorsatz haben, das nie wieder zu tun. Das war ja ein Gebot der Unmöglichkeit. Da bist du doch, wenn ich von hier aus heimgegangen bin, durchs Moos hinten hinauf. Der Moosweg, der berühmte. Dann habe ich doch gewusst. Dann dieser Dialog in mir, oder mit dem, der da gebeichtet hat und der das und das und das. Da beginnt doch eine Lebhaftigkeit im Kopf, die nur beginnen kann, wenn dir so ein Theater auferlegt wird. Das ist doch klar, meine Kinder. Aber hier hat es eigentlich begonnen, dieses walsersche Denken in Gegensätzen. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Aber das ist wahr, das Innenleben als absolutes Theater, das lernt man hier. Nicht? War der kleine Martin ein frommes Kind? Es kommt darauf an, wen Sie da fragen. Also an den Großen. Wenn ich das zusammenfasse, kann ich sagen, ich war dazu geeignet, mir von dem ganzen Institut Angst machen zu lassen für meine Zukunft, für mein Leben und so weiter. Nicht? Weil da musste man ja, wenn du schon weißt, dass du alles wieder machen wirst, was verboten ist, muss man doch als 10-Jähriger Angst haben. Und das brennt. Ja. Alst schon durch, gell? Sagt ja. Gott. Ja. Gell? Mach's gut, gell? Anders. Mach's gut. Jetzt kommt's. Dankeschön.
als wir in Stuttgart wohnten und sind wir manchmal an den See gekommen. Und da waren wir mal, Käthe, Franziska und ich, auch in Wasserburg. Und dann habe ich sofort ein Segelboot geschartert. Das Wetter war eine blau-schwarze Wand und ich mit Franziska und Käthe steche da in See. Und kaum waren wir ein bisschen draußen, da fiel ein Wind an mit einer ungeheuren Kraft. Es war richtig ein Sturm und treibt uns, mich, miesen Segler, mit Tochter und Frau nach Westen. Und ich lenke immer weiter ans Land hin. Ich war eigentlich verzweifelt, weil Franziska war vielleicht 5 Jahre alt oder so. Und ich dachte, um Gottes Willen. Und dann passierte wieder ein Wunder, Dennis. Ein reines Wunder. Ein Bub zwischen Wasserburg und Nonnenhorn, da bei dieser Sturmstimmung. Und dieser Bub sieht das und begreift alles. Der in Badehose stürzt sich ins Wasser, rennt und paddelt auf uns zu. Da musste man überhaupt nichts sagen. Der am Bootsrand stemmt sich hoch und herein und nimmt mir die Pinne aus der Hand und lenkt mein Boot mit totaler Kenntnis richtig in den Wind und dann ganz sicher zurück nach Wasserburg. Ich hätte das ja gar nicht überlebt. Nicht? Mein Gott, nein, der hat uns gerettet. Ach. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Blendender Sonnenschein. Ja. Was wäre denn passiert, wenn Sie einem begegnet wären, der Ihrer Meinung nach besser schreiben konnte wie Sie? Ich bin ja Arno Schmidt begegnet. Und ich habe ihn von Anfang an wirklich leidenschaftlich verehrt. Dann habe ich ihn eingeladen, uns zu besuchen. Privat in Ihrer Stuttgarter Wohnung, ja, die damals noch sehr klein war. Das war eine ehemalige Bordellstraße, die hatte den tönenden Namen Reizensteinstraße, hatte nichts mit da droben, mit der Reizensteinvilla zu tun. Wenn man die Haustüre aufgemacht hat, stand man praktisch schon in unserer Wohnung. Und da habe ich Arno Schmidt eingeladen. Und dann, wir hatten damals noch kein Kinderbett, sondern Franziska schlief als Baby in einem Wäschekorb. Da ging er wie ein siegreicher Feldherr an unserem Schlafdings da entlang. Und er hat ja seine Frau dabei. Alles. Ja, und hat den Kopf so zurückgeworfen, weil da lag Franziska im Wäschekorb und hat nahezu geschrien, wir haben dafür Katzen. Gut. Ich weiß nicht, dass... Sagte er das zu seiner Frau, zum Trösten? Ja, natürlich, ja. Dieses Problem müssen sie doch gehabt haben. Sonst hätte angesichts eines so hilflosen Kindes nicht so brümmlich. Hier haben wir übrigens gewohnt, hinter den Häusern. In Friedrichshafen? Ja. Das ist die Zeppelinstraße 18. Da ist man da hinaufgegangen. Als ich einmal in Freiburg gelesen habe, da war gerade erschienen dieses monströse... Zettelstraum. Ja, Zettelstraum, bei dem Buchhändler gesehen. Und ich hatte gerade, war mit Fliehende Pferd zugange. Dann habe ich den Buchhändler gefragt oder gesagt, ich gebe Ihnen 50 Pferd, wenn Sie mir ein Zettelstraum geben. Gemacht. Ah. Ja. Und ich hatte ja genug Belegexemplare. Wieso kommt eigentlich Überlingen bei Ihnen so gut wie gar nicht vor? Ja, nicht, dass sich am Ende noch die Nachbarn beschweren. Die haben sich beschwert. Als es uns gelungen war, dieses Haus zu kaufen, wurde mir wirklich von Tag zu Tag unangenehmer, dass ich jetzt ein Seegrundstück habe. Wieso? Ich war sehr links
lieber Herr Schreck. Das habe ich mir mal sagen lassen, ja. Ja, und dann komme ich dahin und habe ein Seegrundstück. Aber kann man nicht links sein und ein Seegrundstück haben? Ja, ich hielt das damals für unmöglich. Und ich bin sofort zum Bürgermeister gegangen und habe gesagt, Herr Butcher, können wir was machen, dass ein Weg gemacht wird, dass das öffentlich ist. Dann hat der Herr Butcher gesagt, oh Herr Walser, das haben wir schon probiert. Es sind 400 Stimmen gegen eine Öffnung des Seegrundstücks. Und das hat wiederum in meiner Straße da dazu geführt, dass die Nachbarn sich verständigt haben, weil ich also ihre Privatheit da stören will. Und sie haben sogar obszöne Sachen in den Briefkasten geworfen. Dann kam aber dazu, dass ich selber das nicht mehr ertragen wollte und sofort einem Immobilienhändler das Ganze übergeben habe, dass wir es verkaufen, und wollte meine Frau und die Familie überreden, dass wir ins Hinterland ziehen, einen großen Hof, vielleicht sogar mit Pferden und so. Und haben wir alles Mögliche angeschaut im Hinterland. Und dann haben wir nichts gefunden, weil meine Frau bei jedem schönen Hof im Hinterland gesagt hat, und da muss ich also die Kinder jeden Tag 2 Stunden in die Schule fahren und so. Naja, dann. Sind Sie denn heute nicht froh, dass man Sie vor Ihrer Immobilientollheit bewahrt hat? Ja, und wie? Ich meine, das wäre das Dümmste gewesen, was ich in meinem Leben hätte machen können. Aber die Welt hat es mich nicht machen lassen. Unsere Hügel sind harmlos. Der See ist ein Freund. Der Himmel glänzt vor Gunst. Wir sind in 1000 Jahren keinmal kühn. Unsere sanften Wege führen überall hin. Wir schmeicheln uns weiter und wecken jede Stelle durch einen Kuss. Kirschen, Äpfel, Trauben und Birnen reichen sich glänzend herum. Zwischen wachsamen Heiligen lachen wir laut. Die Luft ist süß von Geschichte, von Durchdachtheit klar. Der Föhn malt auf Goldgrund die Nähe der Unendlichkeit. Wer Möwen möchte, braucht nur an Brot zu denken, und sie machen für ihn Kunstflugtag. Schwäne ziehen als andere Gedanken im Wasser die kurze Spur der Gegenwart. Da könnte man, wenn man dafür begabt wäre, müsste man eigentlich Lyriker werden. Im springenden Brunnen kommen 2 Buben, also der Johann und der Adolf, die streiten immer, wer recht hat und so. Das ist immer so eine Konkurrenz, und dann sagt der Adolf natürlich, um einmal unwiderlegbar recht zu haben, wenn der Seespiegel um 1 Zentimeter sinkt, wie viel Kubikmeter Wasser fehlen dann dem See? Und bei mir steht 45 Millionen Kubikmeter Wasser fehlen ihm durch 1 Zentimeter. Und jetzt, erst dieses Jahr, hat einer irgendwoher geschrieben, der hat das Buch jetzt erst gelesen, nicht 45, sondern 4,5. Ah! Da fehlt das Komma. Und er hat dann ein PS unten an den Brief geschrieben, das fand ich noch schöner. Bei allem Respekt für Ihre Person und bei aller Bewunderung für Ihr literarisches Genie, Sie sollten Ihre Augenbrauen stutzen lassen, hat er geschrieben. Und da kommt, warum, hat er geschrieben. So sieht es nämlich verwildert, wirr und greisenhaft aus. Was muss ich von seinen Lesern alles sagen lassen? Nein, ich habe gar nichts dagegen.
Aber Sie sehen nicht verwildert, wirr und greisenhaft, sondern imposant. Nein, gut, ich habe auch nicht die Absicht, zu entsprechen. Das aber, ist schön, ja. Na, es ist doch interessant, welchen Eindruck man macht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Verwildert, gut, kann doch sein, aber wirr. Greisenhaft auch, aber wirr nicht. Also Martin Walser ist kohärent, darf ich das mal sagen? Kohärent? Ja. Was ist das? Das Gegenteil von wirr. Aha. Heißt man das kohärent? Ja, Sie haben Wörter, Herr Dick, Herr Schett. Ja, ja. Unglaublich. Die habe ich alle von dem Wald. Ja. Aber es war wunderschön jetzt am See. Ja, die Steine, gell? Die Steine und der Himmel und die Farbe doch, vom See selber. Die sind doch so schön wie in einem Blumengarten. Wenn man den Blick dafür entwickelt, ja. Welches Verhältnis haben Sie zum Tier? Den ersten Hund, den wir hatten, das war ein Deutsch-Kurzhaar, den haben wir im Tierheim in Stuttgart geholt. Der hatte sich so an mich angeschlossen. Und das ging so weit, dass wenn ich fortfahren musste auf Berufsreise, dann sind Frau und Kinder nicht Herr geworden. Und da musste ich den Hund wieder ins Tierheim bringen nach 6 Wochen oder so. Und lieber Dennis Scheck, das war eine meiner entsetzlichsten Reisen. Der Hund war auf der Rückbank und hat sich die ganze Zeit seinen Kopf auf meine Schulter gelegt. Und der hat natürlich das nicht begriffen, dass ich ihn wieder dahin bringen würde, wo er glücklicherweise durch mich weggekommen war. Ja, sehr. Freut mich auch. Martin ist auch dabei. Ja, hallo Martin. Jetzt kommen wir nur so, gell? Schön. Machen wir noch Familienzusammenführung. Martin, ich bleib, solange es geht. Nein. Wenn du schon mal da bist. Aber ich mach euch schnell auf, doch? Nein, nicht mir gar nicht. Nein. Aber wieso denn? Wir müssen doch nicht. Nein. Na doch? Nein. Da sieht man doch nichts mehr von früher. Es ist ja doch der Tisch nicht mehr da, nicht alles. Ja, aber schau schon. Na, natürlich ist es jetzt schön, aber uns geht es leider noch so um ganz früh. Um ganz früh, ja. Ganz also, geht es schon auch ein bisschen. Aber es ist doch große Brühe heute nicht, Martin. Ja. Was bedeutet das denn für Sie, dass Ihre Familiengeschichte zwischen zwei Buchdeckeln aufgehoben ist? Schön. Ja? Ja. Ist doch schön. Es gibt auch in der Verwandtschaft wenig so Verständige. Ja? Wie der Genie. Aha. Ja. Ade. Viele Grüße. Ade. An Käthe. Ade. Okay. Ja. Schön. So, mir geht auch noch. Gut. Und hier sind wir jetzt natürlich auf dem Urterritorium, dem Haus der Mutter, das er verwendet hat für den Roman Seelenarbeit. Dort wohnt der Chauffeur. Der Xavier. Xavier Zürn. Und da ist die frohe Aussicht. Da drüben war eben die Frage, ob er der Margot aus der Frohen Aussicht
den Kuss gegeben hat oder nicht gegeben hat. Von der träumt er sein Leben lang. Er wollte immer was von der Margot, der Wirtin, hier zur frohen Aussicht. Aber die regt ihn so auf, indem sie spät nachts ihre Gäste verabschiedet. Und der Lärm, und er so fängt es an, er will sie verklagen. Ja, aber dafür wacht er auch auf und kann wieder an sie denken und kann darüber nachdenken, ob das stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat. Ob er sich bloß eingebildet hat. Und ob's diesen, er kann sich's nicht eingebildet haben, weil sonst wüsste er nicht, dass an der Kellertüre innen drin ein Messinghaken mit einem silbergrauen Velourhut gehangen hat. Solche Leser muss man haben. Ja, das ist aber Ausnahme. Und was gefällt Ihnen so an der Literatur von Martin Walser? Was begeistert Sie daran? Ich sag halt einfach, weil er von da ist. Bei den Büchlein ist es tatsächlich so, dass das große Element, verbindende Element, dass er eben für uns nicht nur ein großer Dichter ist, sondern dass er, für mich ist er einer der unsrigen. Er schwätzt, wie mein Großvater geschwätzt hat zum Beispiel. Mhm. Auch der ja auch aus Wasserburg war. Schon von und die Menschen, die er schildert, ohne die Freunde könnte ich praktisch gar nicht leben. Ach, aber es gibt noch eine Besonderheit. Hier geblieben. Jetzt bleibt hier geblieben. Das muss man sich anhören. Nein, es gibt noch eine Besonderheit. Nämlich, man hat doch wirklich das Gefühl, wenn man diese Romane gelesen hat, dass man jeden Quadratmeter von hier kennt. Das ist ja alles da. Das ist ja unglaublich präzise in der Beschreibung. Na gut, das ist 20 Jahre später. Ich sehe schon, ich bin nicht ausgekommen ohne diese Gegend. Porta Zülle. Hier ist das Haus des Herrn und die Tür zu mir. Der Hauptheilige ist ja da, der Antonius. Ja. Hier weiß ich, dass mein Vater. Hohe Kass. Mein Vater war ein Mann. Das war ja schon. Hochelpele. Ja, ja. So weit hinten die Mittagsspitze, die sieht man immer. Mhm. Wunderschöner Blick. Romane macht man aus Erfahrungen und die macht man im Leben. Ja, das ist ein Umweg. Das Leben ist ein Umweg zum Roman. Haben Sie je etwas ohne Erfahrung erfinden können? Also jetzt behaupte ich, ich habe noch nie etwas erfunden. Das Leben muss man in einen Roman verwandeln, sonst hält man es nicht aus. Ich halte jedenfalls das Leben ohne Romane nicht aus. Ja, eben, ich auch nicht. Ich habe das ganz schlicht gesagt. Das Schreiben heißt, etwas zu sagen, schöner, so schön, wie es nicht ist. So, mehr ist es nicht. Und meine neueste Formel ist ja, dass die Leute vorher immer verkündet und formuliert haben, dass die Literatur die Welt erkläre, oder? Mhm. Und ich sage, wozu ist sie da? Nur zur Verklärung. Und das, mit dem hat sie das gemeinsam mit der Religion. Meine Religion ist nichts anderes als Weltverklärung. Aber früher wollten sie auch die Welt noch erklären. Ja? Mhm.
Das muss ich wahrscheinlich zugeben, obwohl das hätte ich mir sparen können. Ein Umweg. Ja. Schau. So, bitteschön. Stimmt, ja. Das ist viel. Also das ist auch was. Das nenne ich Timing. Nennst du das? Nein, aber dass das jetzt so gekommen ist, ist. Dafür lohnt es sich, auf den Antoniusberg gefahren zu sein. Finde ich auch. Zu Birnau. Genau. Wir dürfen nicht aufhören. Nein, nein. Wenn wir das immer angefangen haben. Wir fahren jetzt zu einer der schönsten Kirchen der Welt, kann man sagen. Die Birnau. Ja, gut. Ich brauche diesen Superlativ nicht. Ich finde sie auch einfach schön, schön, schön. Dass der Abt des Klosters in Salem, das ist ungefähr 10, 15 Kilometer im Hinterland. Und da wollte der damals auch einen Seeplatz. Mhm. Muss man sich vorstellen. Nur was macht man? Dann lässt man eine Kirche hinbauen, die eine der schönsten Kirchen sein wird. Hat er einen Künstler gehabt, Feuchtmeier, der hat, den ich schon ganz gern einen kleinen, aber nicht ganz kleinen Michelangelo nenne. Und da werden Sie gleich ein paar Figuren von dem sehen. Und das hat er sich als Sommersitz bauen lassen. Kannst du, Karin? Ja. Herr Walter, grüß Gott. Ich glaube, Sie haben sich die Ziele hier auch selber ausgesucht. Ganz allgemein, nein? Die hat Frank Hertweg und der Dennis Scheck in offenbar gründlicher Informiertheit haben sie mir eine Liste geschickt, ich glaube von 90 Punkten. Ja, da fahren wir jetzt eben zu dem einen und anderen hin. Und wie genießen Sie oder wie sehr ist es eine Pflicht, hier diese Dreharbeiten zu machen? Naja, das ist zuerst hat man Sorge und Angst und Bedenken. Und mit jeder Stunde, die wir gearbeitet haben, wurde es schöner. Das grenzt an Glück, einen solchen Partner zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, in dem Medium je so etwas erlebt zu haben. Dankeschön. Jetzt, wo sind Sie denn? Ja. Gelegentlich zurück. Manchmal muss man auch das Feld räumen. Aha, ja. Für wen habe ich das jetzt ins Mikro gesagt? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube auch für den SWR. Ja, für die Landesschau oder sowas. In Treubo ad altare.de. Also. Gehen wir mal vor. Was für eine Pracht.
Hier scheint die Schwerkraft außer Kraft gesetzt. Weil wir diese Fähigkeit haben, etwas schön zu finden. Deswegen sind wir nicht verloren. Solange wir diese Fähigkeit haben, etwas schön zu finden. Also nicht nur Schönes zu produzieren, sondern es zu erleben. Ja. Solange ich den Honiglutscher erleben kann als etwas Schönes, solange bin ich doch, passe ich auf jeden Fall nicht in diese Pessimismusorgie der Sinnlosigkeit und sowieso oder gar des Atheismus. Stellen Sie sich mal vor, das hier und Atheismus. Was will ein Atheist hier denken, wenn er hier hereinkäme? Naja, zumindest müsste der Atheismus genauso prächtige Räume hervorbringen wie der Glauben. Ja, gut. Eben. Und das ist das, was ich meine, dass wenn eine Religion das hervorgebracht hat, dann kann man nicht, also ich wenigstens, dann kann man nicht sagen, das gibt es alles nicht. Das ist doch nichts, was nicht schön ist. Und jede Kleinigkeit, schau mal da, diese Putten, ja, wenn man also, man ist in Stuttgart, in München, in Berlin, in Hamburg und diskutiert über alles, nicht, ist immer verbal fit, so gut es geht. Und mit denen man da diskutiert, die wissen nicht, dass ich das habe und daher auch komme, oder? Gibt Ihnen das Halt? Halt? Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich glaube, Halt brauche ich nicht. Ich bin wegschwemmbar, noch und noch. Und also, es ist nicht bloß ein Vorteil, haltlos zu sein, aber das ist ja nicht ein Halt, das ist ja auch eine Attacke, eine Schönheitsattacke. Eine Stufe hier. Meine Lektorin will, wenn ich eine Pause habe, angerufen werden. 040. Ja, also da sind wir eins, Ulrike. Gell? Ich danke dir. Ade. Wie wichtig ist eine Lektorin für Sie? Ah, schon, weil da gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten. Sie nimmt es immer noch ein bisschen genauer als ich, dass sie ja auf das Werk reagieren muss als Erste. Hm. Verstehst du denn? Ich schicke ein Manuskript und sie liest das, muss ich auch einen Vorschautext machen und so weiter und so weiter. Muss das also akzeptieren und muss die erste Version eines Verständnistextes für dieses Buch produzieren. Das ist sicher nicht leicht. Ja. Ich habe ihr einmal geschrieben, Ulrike, wenn ich ein Staat wäre, bist du meine Gesandtschaft in Hamburg. Es ist doch so, Schatz. Der Siegfried hat, das weiß ich noch, auf Brandung, der hat immer als Leser reagiert.
ich weiß jetzt nicht mehr, die ersten 20 oder 30 Seiten, ich bin da ganz schwer irgendwie hineingekommen. Gut, dann habe ich gesagt, Siegfried, das ist deine Sache, da reagiere ich nicht darauf. Nicht? Dann hat er auch den Titel Seelenarbeit. Da hat er gesagt, ach, schon wieder so ein psychiatrisches Buch. Und dann habe ich gesagt, ja, du brauchst keine Angst haben, es hat nichts mit Psychiatrie zu tun. Er meint, er ist ein gesunder Chauffeur, hat aber andere Probleme. Also da wollte er einen anderen Titel. Musst dir vorstellen, weil es sei schon eine Flut von psychiatrisch getönten Titeln auf dem Markt. Dann habe ich gesagt, das ist mir völlig egal. Seelenarbeit ist ein so tolles Wort, das muss gehen. Hat er dann auch gelassen. Nicht? Und Sie lassen dieses Lokal im Brief an Lord List auftauchen. 2:05 heißt es da, waren wir in der Haltnau. Habe ich Sie etwa nicht bewundert, weil Sie auf 1:30 einen Tisch bestellt hatten? Wir hätten sonst Innenplatz nehmen müssen. Alles war voller Segler, das Essen schlug ich vor. Grätzerfilet in Bierteig, dazu Weißherbst. Weißherbst. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen blumig, belletristisch, weil in Wirklichkeit habe ich den Weißherbst nie ganz so toll gefunden. Na, das wäre ja noch schöner, wenn man den Autor immer mit seinen Figuren identifizieren Richtig. Dürfte. Danke, danke. Das war sehr gut, ja. Sind Sie eigentlich reich, Herr Walser? Ich empfinde mich nicht so, weil das habe ich, das ist eine Kindheitsfolge. Ich habe das Gefühl, mir wird es nie reichen. Ich sehe immer den Bankrott voraus. Ich weiß nicht, wie viel ich verdienen müsste, um mich gesichert fühlen zu können. Geld ist doch neben Liebe das wichtigste Wort, wenn wir uns real nehmen und nicht idealistisch verbrämt. Gott, dann würden wir gerne bei Ihnen spielen. Gerne. Braucht man in Lindau? Keine Karte. Sehen Sie, so sind die Zeiten inzwischen. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Bestimmt 10 Jahre. Schau her. Aber das Jackett noch auf jeden Fall. Ja. Wollen Sie denn noch eine Krawatte tragen? Nein. Nein, nicht? Also. Das war die letzte Gelegenheit. 23 Plan Carré. Machen wir noch dazu ein Finale 8-11. Finale 8-11. Bitte das Spiel zu machen. Warum spielt Martin Walser gern Roulette oder hat gern Roulette gespielt? Na gut, man bildet sich alles Mögliche ein. Erstens hat mir das Spielen Spaß gemacht. Zweitens habe ich gedacht, davon könnte ich leben. Nichts geht mehr. Aber 17 Schwarz. Das ist ja klar, wenn ich auf Rot setze, kommt wieder die 27 und die 3, das mache ich zu Ihren Geburtstag. Es gibt doch auch ein Finale 7-10, oder? Finale 7-10? Achtung. Das ist schon der Moment der Vorfreude, der Erwartung. Heiland, sag, jetzt habe ich die ersten 4 nicht gespielt. Ich kann das doch erst nicht aufhören. Also jetzt mache ich noch ein Finale 1-4 mit 4 Finale Stimmen. Finale 1-4? Ich gucke gar nicht hin. 13. Ach, 3. Und ich dachte schon. Aber wir sehen neben der 27. Ja. Ich habe aber schon manchmal gewonnen. Also ich habe einen Abend 700 gewonnen. Heim. Der Käthe gesagt, wir können die Waschmaschine bestellen. Waschmaschine bestellt. Die kriegen wir dann. Aber am nächsten Tag habe ich die 700 wieder verloren. Aber wir hatten die Waschmaschine bestellt. So, jetzt bleibe ich auf den ganzen Schluss. Ja, also nochmal 4. Rot lassen wir stehen. 9. Heiler, sag jetzt, schau da her. 27 und die 3. Ich bleibe auf dem letzten Dutzend, gell? Obwohl es dauernd dagegen ist, ich bleibe dabei. Da.
13 schwarz. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Also ich nehme noch die ersten vier. Die ersten vier doppelt? 4 schwarz. Das ist doch nicht die Möglichkeit. 12, 15. Die ersten vier. 5 rot. Schatz. Alles weg. Wir bedanken uns. Vielen Dank. Ja. Und wir kommen garantiert wieder. Genau. Ja. Obwohl das nur so ein Spielspiel war. Harte Gottlandschweiz. Ah, der Chef persönlich bedient. Ich danke. Ah, hier braucht der Chef. Vielen lieben Dank. Gerne geschehen. Gerne geschehen. Haben Sie die Mondlandung erlebt? Oh ja, ich glaube, da war der Unseld da. Ihr Verleger Siegfried Unseld von Suhrkamp. Er hatte bestellt jemanden, der sich beworben hat um eine Stelle im Suhrkamp Verlag. Aha. Und den hat er sozusagen verhört. Für das geprüft. Bewerbungsgespräch bei ihm. Ja, und das auch während einer Mondlandung. Schach. Und wir haben dann Schach gespielt, da er in Frankfurt einen seiner Angestellten auch dafür hatte, dass der in der Woche zweimal mit ihm Schach spielte, ja. War er hoch trainiert. Ich habe nie mit einem anderen Menschen als mit dem Siegfried Schach gespielt. Ich, wenn er wieder ein Jahr nicht da war, habe ich wieder ein Jahr nicht Schach gespielt. Und beim Schachspiel spielt es eine große Rolle. Du kannst eben viel weiter denken, wenn du da drin bist. Mhm. Ich konnte auf jeden Fall, ich übertreibe jetzt vielleicht, wenn wir, dass es vielleicht 4-1 dann war. Nicht? Wenn ich Glück hatte, 4-2. Aber mehr nie. Jetzt kann das gehen. Ja, jetzt ist es. Sieg? Ja, ja. War er der bessere Tennisspieler? Also da war es ein bisschen ausgeglichener, weil ich natürlich auch sonst Tennis gespielt habe. Also da war es oft auch, dass wir gleich waren oder er vielleicht ein bisschen schlechter als ich. Wenn auch letzten Endes, sagen wir mal, und zwar warum? Weil er Tennislehrer hatte in Frankfurt, die ihm alle möglichen Schläge beigebracht haben. Ich war sozusagen ein Wildwuchs, ich hatte keinen Tennislehrer. Also da war er mir dann schon, der konnte Bälle schneiden und so weiter. Und beim Skifahren? Als er anfing, da war er eine totale Flasche. Der konnte sozusagen mühsam mitfahren. Mhm. Und da waren wir ein paar Mal beim Skifahren. Dann ist er immer noch 14 Tage extra zum Skifahren. Und hat die besten Lehrer verpflichtet. Auf einmal konnte er mehr als ich. Vermissen Sie heute solche langen Männerfreundschaften? Ja, mein Gott. Wenn die, die dafür in Frage kamen, gestorben sind oder bei Lebzeiten erkaltet, die Burgel C., die enorme Sekretärin vom Siegfried, die hat natürlich auch beobachtet, was zwischen Siegfried und mir passierte, beziehungsweise nicht mehr passierte. Als er mich nicht mehr brauchte, hat er mich auch als Freund nicht mehr gebraucht. Und dann hat mir die Burgel C. Anfang der 90er Jahre gesagt, der Siegfried leide darunter, dass ich mich so zurückzöge, das glaube ich nicht.
Schönen guten Morgen, Frau Walser. Wie schön, grüß Sie. Das sind halt die Belegexemplare. Liebende Mann, Angstblüte. Angstblüte. Ein liebender Mann, Angstblüte. Hier, Philosophie. Ja. Sie tief stapeln immer so. Und natürlich Marx, Engels, Gesamtausgabe. Völlig zerlesene Bände. Mit Tausenden von Anmerkungen versehen. Ich sehe es genau, ja. Nein. Und natürlich Habermas. Drehen Sie sich jetzt mal um, was dann da ist. Ein Buch über Yoga. Oh, das gehört eigentlich nicht dahin. Nein. Oder ist da die Gesundheit? Sie haben mal eine Zeit lang Gymnastik gemacht, gell? Nicht nur gesprungen? Ja, ich hatte zwei Jahre habe ich Yoga gemacht, richtig, also geschult. Ja. Von meiner Lehrerin, ja. Und hier natürlich Vietnam. Krieg ohne Entscheidung von Dennis Warner. Ah, Gruppe 47. Hier ist was ganz besonders Schönes. Das Jahr der Heiligen. Was ist das? Japanische Volksmärchen, wunderschöne Bände aus dem Diederichs Verlag. Ja. Briefe. Ja, Briefe. 65. Geburtstag. Dr. Walser Buchhaltung. Ja. 1.4.2008. Ja. Das kann ich erst 2018 wegwerfen. Und das sind lauter Belegexemplare. Wissen Sie, kiloweise bestellen. 10 Kilo fliegendes Pferd. Das ist ja ein ganzer Walser Berg. Ja. Ja, ein Papierberg, bitte. Nur ein Papierberg. Hier ist der Martin Walser entstanden. Das ist das Ehebett meiner Eltern. 1924 geheiratet und nicht so reich und haben ein schönes Kirschbaum-Schlafzimmer. Wunderschönes Bett. So hat man. Ja. Und so weiter. Eine freundliche Vorstellung. So, und jetzt geht's steil hinauf. Ja. Und das hält natürlich gesund. So. Ach, herrlich. Ich sage immer sehr bescheiden, das ist das schönste Arbeitszimmer der Welt. Da will ich aber nicht widersprechen, ja. Das ist der Band 46, 28.03.2014 steht. Nichts mehr wissen müssen ist eine Gnade, heiße die Täuschung willkommen. Wörter säen und Rätsel ernten, Taubsein ist eine Gnade. Es hagelt Gnade in jedem frommtuenden Mund. Statt dass es weh tut, tut es weh. Ja, das ist, statt dass es weh tut, tut es weh. Darauf muss man immer. Wann? Am 28.03. Naja. Und so weiter. Ein letztes Mal. Das Voiture. Ja. Lieber Dennis Scheck, hier ist der Erste, der mit Ihren Krawatten konkurrieren will. Ach, überlegen. Nein, Krawatte haben Sie. Die Frage wäre, was wir jetzt machen. Sollen wir jetzt unbedingt schon runtergehen? Schnell zur Sache. Ja. Nein, jetzt hier kannst du. Aber das ist natürlich wirklich sensationell. Ein Tresor als Bibliothek. Und dann haben Sie noch alle Originalzeichnungen von Monet und Mademoiselle Gérard da drinnen. Nicht, ich meine, das sieht man überhaupt nicht, so eine Erstürmung einer Stadt. Stimmt, ja. Ja, und auch
Nicht umsonst ist er hier umgeben von absoluter Schönheit. Das ist insbesondere bibliophiler Schönheit. Ja. Martin Walser, wozu brauchen Sie eine Werkausgabe? Völlig verständlich als Frage und ich muss sie auch beantworten können. Es gibt diese Suhrkamp, die der Professor Kiesel, wie ich finde, sehr schön gemacht hat, dass es die nicht mehr gibt. Das ist also ein Mangel, von dem ich nicht will, dass ich ihn ertragen muss. Obwohl ich will mich wehren gegen dieses beeindruckende Format. Ich will nicht zugeben, dass ich das für ein bisschen, jetzt kein Komparativ. Aber naja, es ist mächtig genug. Es ist viel mächtiger als die Suhrkamp-Ausgabe. Die ist daneben. Ja, ich hole die mal schnell. Aber ja, also, oh, ein wunderschönes Leder. Ja, das ist mal. Ja, aber halt so mal daneben. Immer. Ja, eben. Ja, also das darüber. Mein Gott, das ist ja Walser XXL. Da sind noch andere Sächlichen. Bitteschön. Martin Walser, Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1998, Originalmanuskript. Würden Sie das mal vorlesen? Ah, oh, das ist so toll. Ja, liest du es vor. Nein, das ist das. Das kann doch. Dann lese ich. Doch. Ja, nein. Er kann doch ein bisschen lesen. Ich will nichts mehr wissen müssen und heiße die Täuschung willkommen, Wörter säen und Rätsel erraten. Taubsein ist eine Gnade, es hagelt Gnade in jeden frommtuenden Mund. Statt dass es weh tut, tut es weh für immer, Martin. Statt dass es weh tut, tut es weh. Das haben wir heute Morgen im Tagebuch gelesen. Ja, das steht da oben drin für, das habe ich da an dem Tag geschrieben als. Das ist aber jetzt wunderbar. Können Sie sich hier in Überlingen eigentlich überhaupt noch auf diesen Straßen blicken lassen? Oh ja. Oder werden Sie da totgerannt? Nein, entschuldigen Sie doch. Auf den Straßen gibt es kaum Leser. Wieso? sind die alle in den Häusern? Leser sind daheim und lesen. Ist der Ruhm ein Problem für Sie? Nein, so berühmt bin ich nicht. Sagen wir mal, wenn mich jeder Tausendste kennen würde, wäre ich schon sehr berühmt. Einmal war die Gabi Hauptmann bei uns und hat getrunken und fuhr Porsche und wurde kontrolliert. Und dann wollten die wissen, was sie getrunken hat. Und dann hat sie zu den Polizisten gesagt, ach, ich war bei Herrn Walser, Sie wissen doch, der trinkt doch keinen Alkohol. Dann haben die gesagt, ach so, ja, dann fahren Sie weiter. Also so berühmt, so berühmt bin ich. Nein. Schon wieder stark. Was soll denn? Die Kinder haben eine Freude dran. Die haben aber mehr Freude, glaub ich, am Abend. An den Fernsehkameras. So, was ist die Großherzog Ludwig? Grüß Gott. So, da geht es ja steil runter bei Ihnen. Ja. Dann setzen wir uns hier hin. Ja, ist das recht? Ja. Möchten Sie einen Kaffee? Ja? Dann zwei. Und ein Wasser, bitte. Ich sage, wegen Wasser schlucke ich nicht. Das ist aber auch kein schlechtes Satz. Kritik hat Ihnen immer wehgetan oder oft wehgetan, aber am meisten wehgetan hat Ihnen Marcel Reich-Ranicki. Das kann man sagen, ja. Zum 75. haben Sie ihm ein Gedicht geschrieben. Clowns sind wir, unser Zirkus heißt Kultur. Unsere Nummer? Watschen mit Gesang. Streicheln dürfen wir uns nur draußen im dunklen Gang. Das fand ich ein sehr schönes Gedicht. Ja,
das war ungefähr ein realistisches Bild unseres Verhältnisses. Denn er konnte sehr, der war auch begabt für Freundlichkeit und Charme. Mhm. Und man musste einmal mit ihm Auto gefahren sein, dann konnte man nichts mehr gegen ihn haben. Denn er war der unbegabteste Autofahrer, den ich je gesehen habe. Also wir sind einmal da im Schwarzwald irgendwo hochgefahren. Natürlich gar nicht schnell, aber das war ein Ruckzuck, Auto, lauter Katastrophenvermeidung und gerade noch. Nicht? Da habe ich gewusst, der gehört doch in eine andere Welt als ins Auto. Dennoch gab es extrem heftige Zerwürfnisse mit Marcel Reich-Ranicki. Überschrift Jenseits der Literatur. Und ich bitte Sie, Sie schreiben ein Buch Jenseits der Liebe und dann wird Ihnen bescheinigt, das sei ein Buch Jenseits der Literatur. Das habe ich empfunden als Versuch, mich hinauszuwerfen aus dem Literaturbetrieb. Für die ist doch die Kritik. Ganz schön, die Birne. Ha? Ja, so steht man um gute Kritiken bieten. Also schöner kann sie nicht dastehen als an einem solchen Wintertag mit Sonne. Das hat der, schau mal, und unten hat er sein Schloss unten. Ja. Das ist Maurach. Das ist Schönheit an sich. Haben Sie Lust, noch mal über die Paulskirchenrede zu reden? Sie haben so viel drüber reden müssen. Ich meine, ich bin oft genug dazu eingeladen worden, dazu noch etwas zu sagen. Wenn man mich gefragt hat, würden Sie die nochmal und so, mhm, dann habe ich immer gesagt, das ist Unsinn. Man kann nicht etwas, was man geschrieben hat, aus inzwischen gemachten Erfahrungen anders geschrieben haben wollen. Es gibt keine Wiederholungsillusion für den Schriftsteller. Dass du, ich weiß nicht, vielleicht kann man das mit anderen Entscheidungen und im Schreiben gibt es nichts zweimal. Aber dieser Titel allein, Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede, ja, der ist doch im Nachhinein prophetisch hoch 10. Ja gut, aber damals war es eben schlimm. Es war nicht, an dem Sonntag war es nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, Entschuldigung, Sie bekamen Standing Ovations. Ja, der Einzige, der sitzen blieb, war Ignaz Bubis. Aber 1400 andere sind aufgestanden und haben Sie frenetisch gefeiert. Der, ja, Bundespräsident hat Sie beklatscht. Ja, ja. Michel Friedmann hat Sie umarmt. Ja, das stimmt, ja. Ich sage ja, an dem Tag war es die reine Feier. Aber nachher... Aber ich habe, weil dann so ein Opportunistengewitter losging, alle Leute, die mit mir irgendwie nicht einverstanden sein wollten, haben das zur Gelegenheit gemacht, das Tischtuch zwischen ihnen zu zerschneiden. Zum Beispiel, ja, mindestens ein Tischtuch, ja. Aber ich habe auch, und das, diese Wochen danach, die so waren, das hat mich doch auch verkrampft, weil im Dezember, da durfte ich oder sollte ich oder musste ich noch einmal mit Bubis sprechen. Und da war ich so verkrampft. Und der Bubis hat mir eine Art Verständigung angeboten. Eine goldene Brücke wollte er Ihnen bauen. Und ich habe so ziemlich den blödesten Satz gesagt, den ich in meinem Leben je gesagt habe. Ich kann es nur in diesen Wortkanal schicken. Das klang für mich so, als wären wir zwei Offiziere und einer hätte den anderen ein bisschen beleidigt und einer sagt dann jetzt, bietet an Versöhnung oder so etwas Ähnliches. Und ich habe eben
so geantwortet, bei mir ist das nicht nötig, wir sind nicht im Offizierscasino. Anstatt ich gesagt hätte, Dankeschön, lieber Herr Bubis. Es wäre viel unterblieben dann, aber ich war so. Aber gut, schau. Sie sind hier immer im See geschwommen. In Ihren Tagebüchern notieren Sie, wie weit Sie kommen. Ich bin auch fast bis Überlingen gekommen, von Nussdorf aus. Das ist ganz schön weit. Es war dann 5 Viertelstunden oder so. Man braucht eine ganz schöne Rossnatur, um als Schriftsteller bestehen zu können, habe ich das Gefühl. Man muss nicht aus Rehabilitationsanstrengung schwimmen, sondern Schwimmen ist an sich die müheloseste Bewegung, ja, die es überhaupt gibt. Ich bin nie schnell geschwommen. Wenn ich mit dem Siegfried geschwommen bin, der Siegfried konnte natürlich viel schneller schwimmen als ich. Ich meine, ich kann nicht brustschwimmen, ich muss kraulen, das liegt, weil ich keinen langen Hals habe, mit dem man übers Wasser so. Und, aber man kann eben auch langsam kraulen. Ich bin ein Zeitlupe-Krauler. Müssen wir wieder aufstehen? Ich fürchte. Sie werden mir in Erinnerung bleiben als ein andauerndes Hinsitzen, Aufstehen. Das ist das ganze Leben so. Dann sind Sie das ganze Leben. Sozusagen eine Kurzfassung. Eine Kurzfassung, aber wirklich nur eine sehr kurze Kurzfassung. Wir haben den Tag mit Musik begonnen. Wollen wir ihn mit Musik enden lassen? Suchen Sie doch mal was aus, was Ihnen gefällt. Bitte schön. Oh ja, meine Lieblingsmusik, die muss unbedingt im Film. Da habe ich gedacht, die könnte man dauernd, müsste man nichts. Wenn Musik, dann immer die. Und was ist das? Richard Strauss, Der Abend nach dem Schiller-Gedicht, wo man kein Wort vom Text verstehen muss. Eine nur schwebende, vollkommen rhythmusfreie Musik. Finde ich toll. Wunderschön. Toll, dass Sie das dabei haben. Es war schön mit Ihnen. Ja, ich danke. So sympathisch möchte man es.